Einen wunderschönen guten Tag zurück zum Witcher hier. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass unser Petersilienhemd nicht funktioniert hat. War mir irgendwo klar, wie sollen Bitzeli Peterli auf der Haut auch gegen Lykontropie helfen. Darum gehen wir jetzt nochmal zurück zu Kalksteins Haus, flitzen nochmal in den Turm und hoffen, dass er mit dem Medikament schon fertig ist. Genau sagen kann ich das leider nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Dann zurück, dann geben wir hoffentlich die Medizin Carmen. Dann können wir das dann nochmal probieren und ja. Dann geht's auch dann mal zurück zu Triss und Leuwarden, dass wir in der Hauptstory weiterkommen. Lang genug haben wir jetzt rumgekrebst. Achso, ich sehe gerade, wir haben heute eine Schnapszahl. Folge 111. Meine Fresse. Das hätte ich ja nun nicht gedacht. Ja? Habt ihr den Lykantropietrank fertig? Ja, aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen, nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat. Man braucht die Träne einer Jungfrau, damit der Trank wirkt. Moment. Von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt. Ihr spracht von einer jungen Maid. Ich ging davon aus, dass sie noch nicht verheiratet ist. Ach, Kalkstein. Ihr müsst mal unter die Leute gehen. Scheiße. Wo soll ich bloß eine Jungfrau finden? Die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar. Es kann doch nicht so schwer sein, eine zu finden. Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Bitte. Oh. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wo findest du heutzutage noch eine Jungfrau? Verdammte Axt, ey. Ich meine, da kannst du in den Kindergarten gehen. Also ich meine, eventuell. Aber so frühreif, wie die heutzutage alle sind, wird das auch schwer. Oh nein, das ist böse. Nein, nee, aber das, nee, das ist ja jetzt echt mal... verdammt ärgerlich. Ja. Ja, ich habe jetzt noch keine neuen Zähne gefunden. Das ist so. Das, da kann ich jetzt noch nicht weitermachen. So, dann frag mal. Und seine Ritter waren einfach Mädchen. Ein kleines Mädchen. Da ist ein kleines Mädchen. Komm, ich bring dich zum Heulen. Ich hab Zahnschmerzen. Das ist mir doch scheißegal. Ich hab Zahnschmerzen. Dann geh zum Zahnarzt, zu dem Zwergendoktor. Mann. Nee, muss da rein. Oh, das kackt mich jetzt aber ehrlich gesagt schon wieder an, ey. Wo soll ich denn da jetzt hier eine Jungfrau finden? Ja? Ja. Lebt wohl. Ja. Ich meine, eine Hure brauchst du nicht fragen, ne?
Eine jungfräuliche Hure habe ich nämlich bis jetzt noch nie gesehen. Man kann es ja mal versuchen. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt, ich lasse mich nicht mit Elfenfreunden ein. Oh. Vor mir hier mutschen. Oh. Ihr Süßholzraspelt. Habt ihr eine Liebkosung für mich? Nee. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt. Ja, dann lasst mich doch in Ruhe, ey. Meine Güte. Ich bin erschöpft. Ja. Die Anderlinge sind für alles Böse hier verantwortlich. Krankenschwestern. Krankenschwester kann ich mal fragen. Da habe ich vielleicht noch Glück. Von denen hatte ich nämlich noch keine. So. Kranke. Wir werden alle sterben. Krankenschwester. Kann ich euch helfen? Ja. Vergib mir. Ich brauche die Träne einer Jungfrau, um einen Mann von einem Fluch zu heilen. Ein überraschender Vorschlag. Ich dachte, ihr könntet mir helfen. Es ist meine Berufung, anderen zu helfen. Und ihr habt die richtige Person gefunden. Ich werde eine Träne für euch vergießen. Danke. Ich bin so müde. Ah, sehr schön. Danke, Es ist eine wollen wir jetzt... Diese Todkranken, die trainieren mich. Ich dachte, wir können jetzt mal hier feiern, dass du deine Jungfräulichkeit verlierst. Nein. Wird mir alles verwehrt hier. Alles wird mir hier verwehrt. Ah, aber zum Glück hatte ich einen guten Einfall. So, dann können wir jetzt nochmal zurück zu Carmen und dann sehen, ob das dann weitergeht. Du wolltest nichts von mir. Warst du hier nie so... ne? Zu, Carmen. Geh los. Ja? Hier ist ein magischer Trank gegen Lykanthropie. Er sollte helfen. Wie kann ich euch das nur vergelten? Sagt keinem, dass ich es umsonst getan habe. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde Vincent diesen Trank geben. Gut, dann gucken wir mal, ob der Trank dann gewirkt hat. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Händlerviertel zurück. Es wird Abend. Und das ist relativ schlecht für mich. Weil dann die ganzen Typen wieder weg sind. Na gut. Weil ich muss ja zum Oberjäger. Dass ich hier diesen Wolfskopf da noch abgeben kann. Das bringt erstens gut Geld. Und Erfahrung. Und ja. Ich bin ja im Spiel eh immer so ein bisschen Geld und EP geil. Das wird man dann auch in späteren Projekten, die jetzt schon in der Planung sind, dann sehen. So. Zum Glück ist noch Abend, also ja, später Nachmittag. Da ist noch Ruhe auf dem Friedhof, sonst hätten wir jetzt dann wahrscheinlich wieder länger gebraucht.
Ich hoffe, der sitzt noch da. Und dann zack, zack in die Kneipe. Und erstmal ein Bierchen drauf trinken. Nein. Die das Fleisch abgeben und die Laute. Wenn sie denn da sind, die Typen. Also da wird schon, aber beim Rittersporn bin ich mir da nicht ganz so sicher. So, na komm, mein Freund, der Ladebildschirm. So. Nein, er ist schon weg. Er ist schon weg. Mist. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Naja, dann müssen wir dann später da weitermachen. Was soll ich tun? Gut, dann gehen wir aber jetzt trotzdem noch in die Kneipe. Dass wir die anderen Sachen am wenigsten abschließen können. Weg! Ich muss in die Kneipe. So, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Und dann sollten wir uns mit Leuwarden auf jeden Fall auch nochmal unterhalten. Geralt! Hallo! Hier ist eure Laute. Großartig! Ich schulde euch was, aber jetzt muss ich mich vorbereiten. Wann ist eure Vorstellung? Nach 8 Uhr abends. Kommt, wenn ihr wollt. Wenn ich kann. Ja, immerhin. Quest abgeschlossen. Zum Schankwirt. Zum Schankwirt muss ich jetzt. Ich habe nicht alle Tage illustre Kunden wie euch. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja, Kohle. Kohle will ich. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja, das Wyvernfleisch. Habt ihr 3 Stücke davon? Natürlich. Ja. Hier, euer Geld. Wie viel gibt's? 200. Nicht schlecht, nicht schlecht. Find ich gut, wa? So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Uben. So, dann kommen wir nämlich hier auch mal weiter. Ich wollte mal schnell gucken, was wir jetzt alles noch drin haben. Bald besuchen. Ah ja. Belohnung. So, okay. Ach, das wollte ich nicht. So. Wer steckt hinter alledem? Habe ich dem jetzt die Tür vor die Fresse gehauen? Das finde ich ja schick. Hallo? Wo ist der? Ach, da. Ja? Ja? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ich sehe hier viele teure Speisen. Ha! Wenn das ihr... hat man ja schon... Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Ja? Lebt wohl. Mist, ich dachte, das... Hallo, Triss.
Hexer. Ach, so abweisend? Hab ich dir was getan? Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Lara Doran Ebshiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. So. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lass mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt magische Spuren aller Sendungen. Oder einfacher ausgedrückt? Mit etwas Glück können wir damit das Versteck der Salamandra finden. Ah ja. Ich denke, wir hatten jetzt alles. Ich muss mit Leuwarden darüber sprechen. Bis später. Ja. Was soll ich jetzt fragen hier? Mit unter vier Augen. Ich bin beim Bankett. Dann versuchen wir es doch gleich nochmal. Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Ja, alles klar. Triss ist schon wieder abgehauen, oder was? Na gut. War es auch nicht, oder? Nee. Naja. Okay, So, da müssen wir nochmal hin. So, mit irgendjemand von denen müssen wir da jetzt reden. So. Da muss ich Triss auch noch anquatschen. Unter vier Augen? Jawohl. Alles klar. Gut, ich werde mich für diese Folge von euch verabschieden. Und mit wem wir dann reden,
Das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.